Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in einer neuen Saison. Es geht wieder los. Wir starten neu durch. Und spielen eine Runde mit unserem Priesterdeck. Mal schauen, ob wir hier schön was gewinnen können. Jetzt gleich am Anfang vom Monat ist es natürlich immer ein bisschen blöd, weil alle probieren natürlich schön schnell hoch zum kommen und wieder auf den Rang legendärer zum kommen. Anduin gegen Jaina. Ja. Und wir spielen in der ersten Runde gegen einen Magier. Ist natürlich blöd, weil wir hier unsere ganzen Kleinen nicht direkt spielen können. Obwohl sie ist natürlich hier was sehr Schönes. Und ich glaube, die Starthand lassen wir auch gleich mal so da. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Können wir nutzen. Aber wir warten erstmal ab, was er spielt. Okay, und die typische Magier beginnen mit den Zweien. Okay. Ist jemand verletzt? Wir spielen sie aus und hoffen einfach mal, dass er was er Schönes macht. Fiestotschka. Und ja, er probiert alles wegzumachen. Kriegt aber nicht alle weg und das heißt für uns natürlich die schöne Möglichkeit, wir können eine Karte ziehen. Nochmal extra. Und haben zwei sehr schöne Karten bekommen. Sofort. Die wir auch hier voll nutzen werden. War für uns jetzt eine sehr glückliche Möglichkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann werde ich nächste Runde, je nachdem was kommt, werden wir wohl beide spielen müssen. Für ihn behalte ich mir als Rückhand die Möglichkeit, ja, dass wir ihn einfach zum Schweigen bringen. Ich denke, das ist eine schöne Möglichkeit. Wir spielen zusätzlich jetzt allerdings hier noch den Beutelhandbauer. Spielen die Stille aus ihm. Sofort. Und nehmen seine erste Karte weg. So, sollen wir noch den zweiten spielen? Ja gut, den würde er sofort wegnehmen, aber würde dadurch auch sein Tierchen verlieren. Und ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit. Überlegen wir ganz kurz. Ich frage mich, ob... Nee, ich warte. Vielleicht spielen wir auch den Manipulator in der nächsten Runde. Wir behalten es uns mal noch im Hintergrund. Er kann vor allem, ja gut, er kann jetzt, wenn er seinen Ghoul und gleichzeitig spielt komplett 6 Schaden auf uns. Hat jetzt natürlich nicht mehr, ja, und nimmt einfach nur ihn weg. Gut, damit können wir leben. Weil jetzt können wir entsprechend hier spielen. Ein Schaden hier drauf. Einmal extra Heilung für eine extra Karte. Sehr schön, sehr schön. Behalten wir uns mal noch in Hinterhand. Und spielen gleichzeitig noch mal Feensachen. Das war's. So. Sollte eigentlich gut aussehen. Geht hinter mir in Deckung. Okay, wir spielen uns Spotter. Wir sind in Runde 5. Dagegen können wir uns natürlich hier wehren, indem wir... nee, können wir in der Runde doch noch nicht machen. Dann schnappen wir uns einfach seinen Tank. Zack, einmal. Und schauen mal, ob er dagegen spielt oder was er macht. So, wir warten noch. Wenn er jetzt nichts machen sollte, können wir hier den Vollstrecker spielen. Und ansonsten, ich hätte vielleicht auch noch gerne ein inneres Feuer.
Ah, was spielt er? Komm. Irgendwas. Nehmt das! Okay. Das zieht ihn hoch. Was die Runde sollte, weiß ich nicht ganz genau. Weil jetzt können wir ihn natürlich hier schön hochbuffen. Wir machen das über Heilung und Verbesserung, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas Schönes im Angebot? Also wir haben hier zwei. Also dann heilen wir das mal. Zack. So, noch eine Karte. Sehr schön, die wollen wir ja. Der ist nur auf 6. Schade. Schade. Na gut, dann müssen wir die beiden leider gegeneinander tauschen, oder? Nein. Ach nee, wir können ja ihn wegnehmen. Ach, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Damit hat er wieder nur 5. Ich übernehme das. Wir können hier eins durchspielen. Von mir aus in der nächsten Runde. Schnelle Scheiße. Durch sein Feuerball, aber ja. Er hat trotzdem eine gute Arbeit gemacht. Er spielt einen kompletten Flammenstoß. Okay, damit kann ich leben. Wir sind in Runde 7, das heißt wir spielen, er hat eh gerade auch nichts auf der Hand. Dann spielen wir unseren schönen Tank. Die Tore sind geöffnet. Das war's. So, und schauen mal, was von ihm kommt. Vielleicht locken wir ja ihm noch den zweiten Feuerball raus. Kann ich Bedarf würfeln? Ja, er spielt einen Beutehamsterer. Ah ja, und da kommt er. Sehr schön. Und unsere Lichtbrut ist da. Perfekt. Wenn jetzt kein Schaf oder sowas da ist, haben wir richtig schönes Glück. Mal hier. Und die beiden Feuerbälle sind eh schon raus. Das heißt, da wird kein Gefahr mehr. So, wir heilen uns noch ein bisschen. Und jetzt könnte es für ihn in der nächsten Runde richtig dreckig werden. Denn wir können hiermit doppelt verdoppeln. Wir sind Runde 9, das heißt, wir verdoppeln. Ein Moment, wir machen hiermit, hauen wir ihn auf 8. Ich frage mich, ob. Und damit hätten wir 16. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Na, schauen wir mal, was kommt. Hat er ein Schaf oder hat er kein Schaf? Er braucht jetzt ein Schaf. Okay, er kriegt es weg. Mist, schade. Okay, wir holen uns einen Kartenzieher. Lass dich im Herzen sprechen. Holen uns von ihm hier noch ein bisschen Eindrücke. Oh, sehr schön. Die Karte können wir natürlich auch nutzen hier gegen ihn. Sollen wir das gleich machen? 1, 2. Nehmt das! Spiel den Tank. Den Schlachtzugsleiter spielen wir noch drauf. Okay, und die nächste Runde können wir im Prinzip dann. Wir haben jetzt die Runde 10. Wir können jetzt eklige Karten von ihm übernehmen. Das ist gut. Was soll ich nur tun? Und schauen mal, was kommt. Wenn er keine hätte, wäre das natürlich auch gut. Weil dann können wir einfach hier mal. Na, Mist, der geht ja nur auf feindliche. Okay, irgendwas Kleines. Komm, irgendwas mit einem Schaden. Oder irgendwas Großes. Komm, sei lieb. Put, put, put. Ich frage mich, ob. Oh, jetzt hoffen sie wieder, dass ich eine Altersschwäche erleide. Weit davon.
Da wird dann einfach direkt vom Platz weggehen, weil man sieht auch oben, gerade eben hat sich noch die Karte bewegt, aber jetzt bewegt sich irgendwie gar nichts mehr bei ihm. Ja. Und die Runde ist beendet. Das ist schön. Wir können ihn ein bisschen aufwarten. Zack, einmal. Da gibt's auch noch ein bisschen was. Euer Gegner ist nicht mehr da. Na toll. Ja, das war so klar. Dann warten wir mal noch, ob er noch zurückkommt. Mehr Schmerz. Ja. Da wird einfach die Stricke gezogen. Wenn er einfach sieht. Es ist schon bezeichnend. Manchmal ist es schon ein bisschen auffällig. Aber ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen was von der Strategie. Auch wenn es jetzt kein langes Spiel war und auch nicht sehr, sehr viel gebracht wird. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, das Deck, schreibt es bitte in die Kommentare oder gebt ein Like. Beziehungsweise wenn ihr natürlich auch Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die auch in die Kommentare reinschreiben. Es ist immer noch ein schönes Anfängerdeck, weil es hat eigentlich keine, bis auf den Manipulator, hat es keine einzige böse Karte drin. Und setzt auf die Kombinationen halt eben größtenteils, beziehungsweise halt eben den anderen Mürbe zu machen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.